wir können ja jetzt schon berechnen, nur anhand der Zeit, die ein Ball in der Luft ist, wie hoch er fliegen würde, also wo sein höchster Punkt gewesen ist. Und das heißt, wir können sozusagen den Weg bestimmen, den der Ball nimmt, ohne ein Maßband. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Stoppuhr. Und da das ja noch nicht faszinierend genug ist, und natürlich auch, weil wir ein bisschen faul sind und den ganzen Weg, den wir jetzt hier einmal durchdacht haben, bis wir hier unten schließlich zu unserem Endergebnis gekommen sind, den wollen wir ja auch nicht immer wieder machen. Es reicht ja eigentlich, wenn wir den einmal gemacht haben. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Und deswegen wollen wir mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen und mal gucken, wo wir im Endeffekt landen werden. Also wir gucken uns wieder genau die gleiche Bewegung natürlich an. Und zwar einen Ball, den wir in die Luft werfen. Und wir wissen von dem Ball bereits, dass wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen, was wir ja können, davon sind wir ja ausgegangen, dann wird der Ball genau zur Hälfte der Zeit der ganzen Bewegung am höchsten Punkt angekommen sein. Und das ist ja genau der Punkt, den wir haben wollen. So, wir wissen also, es wird irgendwie eine Zeit geben. Das ist ja die Zeit, die wir stoppen. Und das ist die komplette Zeit. Also das wird jetzt mal unsere Zeit sein in der Luft. Zeit in der Luft. Und wir wissen auch, dass wir uns nur die Hälfte der Bewegung angucken wollen, weil wir nach der Hälfte der Bewegung ja bereits da sind, wo wir sein wollen, am höchsten Punkt. Und das ist ja das Einzige, was uns interessiert. Also mache ich mal Delta T, jetzt mal H für hoch. Das ist ja dann die Hälfte der Zeit, die wir insgesamt brauchen. Das ist Delta TH, ist die Zeit, die uns eigentlich interessiert. Das ist die Zeit, die der Ball braucht, um nach ganz oben zu kommen. Also wenn du jetzt hier stehst du, oder ich, und hier ist der Ball. Ach, ich nehme mal eine andere Farbe. Hier ist der Ball. Und der Ball wird jetzt hochgeworfen. Dann erreicht er ja irgendwann hier seinen höchsten Punkt. Das ist der. Ach, ich denke, das ist schon wieder außerhalb des Bildes. Hier oben ist dann also TH. Und dann macht er den ganzen Weg wieder nach unten und wir fangen ihn wieder auf. Und uns interessiert halt dann nur die Hälfte des Weges. Und wir können ja schon mal, zumindest finde ich das immer ganz praktisch, wenn man weiß, wo wir eigentlich hin wollen. Wir wollen ja den Weg ausrechnen. Und den Weg können wir beschreiben mit der Durchschnittsgeschwindigkeit mal der Zeit, die man gebraucht hat, oder die Zeit, die man diese Geschwindigkeit oder mit der man sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt hat. Das, denke ich, beschreibt das am besten. Und wichtig dabei ist natürlich, wie ich auch schon oft genug gesagt habe, aber ich kann es eigentlich nicht oft genug betonen, denkt daran, die Durchschnittsgeschwindigkeit könnt ihr nur nehmen, wenn während des Zeitraums, den ihr betrachtet, die Beschleunigung konstant bleibt. Wir können davon ausgehen, da die Beschleunigung, die in dem Fall auf unseren Ball wirkt, ja die Fallbeschleunigung ist. Und da haben wir ja schon vorher festgelegt, dass wir die als konstant annehmen. Aber bitte denkt immer dran, Durchschnittsgeschwindigkeit nur bei konstanter Beschleunigung. So, genug davon. Gucken wir uns mal das eigentliche Problem an. Wir wissen also, Delta T haben wir schon. Das ist unser TH in dem Fall, weil wir uns ja nur die Hälfte der Bewegung angucken wollen. Jetzt müssen wir noch irgendwie versuchen, unsere Durchschnittsgeschwindigkeit zu beschreiben oder zu umschreiben, ohne dass wir die Durchschnittsgeschwindigkeit an sich erkennen. Wir werden am Anfang ja nicht messen, wie doll wir den Ball hochgeworfen haben. Aber was wissen wir denn? Wir wissen doch, dass der Zeitunterschied, entschuldige, der Geschwindigkeitsunterschied während der ganzen Bewegung sich beschreiben lässt mit der Endgeschwindigkeit minus der Anfangsgeschwindigkeit. Richtig? Wenn ich weiß, dass ich am Ende 10 Meter pro Sekunde schnell bin und am Anfang war ich nur 5 Meter pro Sekunde schnell, dann weiß ich, dass ich insgesamt 5 Meter pro Sekunde schneller geworden bin. Das war also dann mein Geschwindigkeitsunterschied. Und da wir uns ja nur die Hälfte der Bewegung angucken, bis nach hier oben, ist unsere Endgeschwindigkeit ja die Geschwindigkeit, die der Ball am höchsten Punkt hat. Und an dem höchsten Punkt, das haben wir vorher schon gesehen, wird der Ball stationär sein. Er wird sich also ganz für einen ganz, ganz kurzen Augenblick nicht bewegen. Also ist VE 0. Und wenn VE 0 ist, steht hier ja nur noch 0 minus VA. Und das ist ja das gleiche wie minus VA. Und was wissen wir noch? Wir wissen auch, dass sich die Geschwindigkeit und in dem Fall natürlich auch der Geschwindigkeitsunterschied beschreiben lässt anhand der Beschleunigung, die auf das Objekt wirkt, in unserem Fall der Ball, mal die Zeit, die der Ball beschleunigt wird. Und davon wissen wir das meiste ja auch schon. Was heißt das meiste? Eigentlich alles. Wir wissen, dass die Fallbeschleunigung minus 9,8 Meter pro Sekunde ist. Meter pro Sekunde.
Nochmal zur Wiederholung, falls du die vorherigen Videos nicht gesehen hast, wenn wir eine negative Zahl hier hinschreiben, einen negativen Vektor hinschreiben, dann haben wir vorher schon angenommen, dass negativ in die Richtung nach unten, also in Richtung des Erdmittelpunkts bedeutet und positiv dann genau das Gegenteil. Und Delta T hatten wir ja hier oben schon festgelegt. Wir gucken uns ja nur die Hälfte des Weges an, also setzen wir hier nur Delta T hoch ein und das ist das gleiche wie Delta T halbe. Und das können wir sogar noch ein Stück weiter ausrechnen. Wir wissen ja, dass minus 9,8 durch 2 ist minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde. Und mal Delta T dürfen wir nicht vergessen. So, wenn das hier Delta V ist und das hier oben minus VA auch Delta V ist, dann können wir das ja auch gleichsetzen. Das erlaubt uns ja die Mathematik. Also muss das hier ja das gleiche sein wie minus 4, ups, minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal Delta T. Mal Delta T. Und da uns ja nicht die negative Anfangsgeschwindigkeit interessiert, sondern die positive, rechnen wir doch einfach nochmal eben mal minus 1. Dann haben wir das Problem auch gelöst. So, was ist minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal minus 1? Das ist 4,9 Meter pro Quadratsekunde, genau. Und mal Delta T. So, jetzt fragst du dich bestimmt, okay, brauche ich denn oder wofür brauche ich denn die Anfangsgeschwindigkeit? Und wir haben uns ja im letzten Video auch angeguckt und auch in den paar Videos davor auch schon, dass die Anfangsgeschwindigkeit deswegen so wichtig ist, weil wir anhand der Anfangsgeschwindigkeit zusammen mit der Endgeschwindigkeit die Durchschnittsgeschwindigkeit beschreiben können. Wir wissen nämlich, dass die Durchschnitts... Oh. Na, doch, ich behalte die Farbe. Wir wissen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit, dann male ich die hier oben auch mal kurz braun nach. Das ist unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Die lässt sich nämlich beschreiben mit unserer Anfangsgeschwindigkeit. Und da rechnen wir einfach die Endgeschwindigkeit drauf und halbieren das Ganze. Wir nehmen also das arithmetische Mittel aus den beiden Geschwindigkeiten. Und wir haben ja hier oben schon uns überlegt, dass VE ja in unserem Fall 0 sein wird, weil die Geschwindigkeit oben 0 ist. Und dann steht hier im Endeffekt ja nur noch VA, was wir ja hier schon mal ausgerechnet haben, durch 2. Und das können wir uns ja nochmal einmal hinschreiben. Dann bleibt die ganze Sache nämlich ein bisschen übersichtlicher. 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal Delta T mal Delta T. Das Ganze teilen wir durch 2. Durch 2. Wir müssten natürlich eigentlich, wenn du ganz genau sein möchtest, kannst du hier noch plus 0 hinschreiben, was ja dann die Endgeschwindigkeit ist, aber das brauchen wir in unserem Fall ja nicht. Wir wollen hier nicht zu viel hinschreiben, sonst wird das Ganze nur zu unübersichtlich. So, und dann würde ich behaupten, haben wir doch jetzt alles. Wir wissen Delta T von unserer Bewegung, die uns interessiert, und wir haben die Durchschnittsgeschwindigkeit hier unten gerade berechnet. Also können wir das ja alles einsetzen. Wir wissen, dass das hier unsere Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Also tragen wir das nochmal ein. 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal, nach Farbe wechseln, gelb, mal Delta T. Und das Ganze halbieren wir. Richtig, das ist unser Delta, nicht unser Delta, unsere Durchschnittsgeschwindigkeit gewesen. Und das Ganze multiplizieren wir mit Delta T. So, jetzt noch mal die Frage, was ist Delta T? Ist es die komplette Zeit in der Luft oder ist es nur die Hälfte der Zeit? Genau, es ist die Hälfte der Zeit, weil wir ja auch nur den Weg aus, natürlich nicht durch S, sondern durch 2, weil wir uns ja nur den Weg angucken, den er bis nach oben zurücklegt. Würden wir uns den kompletten Weg angucken, dann wäre der Weg natürlich doppelt so groß, weil er einmal nach oben gegangen ist dabei und dann wieder nach unten. Aber uns reicht ja schon die Hälfte davon. So, und das können wir ja noch weiter zusammenfassen. Wir wissen dann, dass S das gleiche ist wie, ach, ich sollte vielleicht das auch noch mit hinschreiben. Nichts geht über Übersichtlichkeit, sonst vergessen wir nachher nur irgendwas. Also, wir wissen 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal Delta T mal Delta T ist Delta T in Klammern zum Quadrat. Und das Ganze teilen wir durch 1/2 mal 1/2 sozusagen. Und 1/2 mal 1/2 ist 1/4. Und 1/4. 1/4 mal 4,9, das können wir auch noch ausrechnen. Das müsste ja 1
1,1,2. Ich frage den Taschenrechner. Wir wollen wissen, was 4,9, 1,225, denke ich. 4,9 durch 4 ist. Ja, das ist 1,225 Meter pro Quadratsekunde. Und Delta T zum Quadrat dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und wir sind fertig. Wenn du mal guckst, das passt mit den Einheiten ja auch ziemlich genau. Unser Delta T, das können wir in Sekunden angeben. Wenn wir das quadrieren und mal Meter durch Quadratsekunde rechnen, kommt auch genau Meter raus. Und also ich weiß nicht, also ich zumindest finde jetzt diese Formel nicht nur wesentlich praktischer als die komplette Herleitung, die wir hier oben hatten, sondern finde ich es generell ziemlich erstaunlich, dass wir, wie gesagt, nur mit einer Uhr bestimmen können, wie hoch denn der Ball geflogen ist. Also wir können jetzt zum Beispiel, nur um dir zu zeigen, dass das Ganze auch funktioniert, was wir gerade gemacht haben, wir können ja mal gucken, was wir hier ausgerechnet hatten. Wir hatten gesagt, der Ball ist 5 Sekunden in der Luft und er fliegt dann 30,625 Meter hoch. So, dann wollen wir doch mal hoffen, dass unsere Formel hier unten auch wirklich funktioniert. Bin mir aber ziemlich sicher. Also, wo ist unser Taschenrechner an? Da ist unser Taschenrechner. Hallo? Wir wissen also, dass 1,225 mal. So, hier würden wir jetzt 5 einsetzen und 5 zum Quadrat ist 25. Mal 25 ist 30,625. Tada, das gleiche hatten wir hier oben auch. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Begeisterung wieder bei dir wecken, wie schön doch die Physik ist, dass man alles irgendwie mit irgendwelchen anderen Formeln beschreiben kann und da manchmal sogar wirklich ziemlich einfache Formeln rauskriegt, um doch ziemlich komplexe Sachen aber zu beschreiben. Also eine komplette Bewegung von einem Ball, da steckt ja wesentlich mehr hinter, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Naja, viel Spaß beim Bälle in die Luft werfen und Zeit stoppen und wir sehen uns im nächsten Video.